Das sind Marlies, Silke, Bertha, Roswitha, Manfred und Manfred vom TSV Martin Hagen. Wer denkt, dass Vereine immer nur etwas für ihre Mitglieder tun, der irrt. Der sollte sich mal bei den sportlichen Leuten vom TSV erkundigen. Im Ernst, der Sportverein aus Martin Hagen hat etwas ganz Tolles auf die Beine gestellt. Einen Fitnessplatz für Senioren, der aber natürlich auch von jüngeren Besuchern des Freizeitsees am Ortsrand genutzt werden darf. 18.000 Euro hat die Anlage gekostet, ein Großteil blätterte der TSV aus der eigenen Tasche hin. Ganz uneigennützig, einfach für alle.